Wiggler wurde in Paper Mario Sticker Star entführt. In Welt 3.1. Jetzt sind wir in Welt 3.3, Wigglers Wohnbaum. Da wollte er uns eigentlich hinbringen. Nun stehen wir alleine vor der Tür. Finden wir hier irgendeine Spur? Eine Fährte, die auf sein Leben oder seinen Aufenthaltsort hinweist? Auf jeden Fall sieht dieser Baum dem Deku-Baum oder auch dem Baum der Bubus ziemlich ähnlich. Immer ist es so eine große Area, die so in einem Halbkreis aufgebaut ist. Na gut, aber hier kann man nicht hinten rumlaufen, oder? Ja, hier scheint doch irgendwas zu sein, aber... Ich finde nichts. Es sieht so aus, als könnte ich das Ding hier aufschneiden. Aber das wollen wir mal nicht machen. Sonst wird Wiggler böse. Okay, schauen wir mal rein. Wie viel Schuhe der hat, ey. Aber das braucht er auch bei so vielen Beinen. Aber Moment mal, das braucht er nicht da oben. Das ist ein Damenschuh. Ein roter Damenschuh. Solche Stöckelschuhe werden normalerweise nur von bestimmten Frauen getragen. Aber ich überlasse das mal eurer eigenen Fantasie. Ach Mann, wie komme ich denn da hin? Ich wollte da jetzt hinspringen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Und das, was da oben hängt, das soll seine Wäsche sein, oder was? Oder Decken. Oder auch Unterhosen. Ich will es gar nicht wissen. Okay, gehen wir erstmal weiter nach oben. Feuer! Moment mal, kann ich nicht... Warte mal. Ja. Ha, 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 ha. Da ist der Schuh. Stöckelschuh! War aber auch klar, aber anders kommt man da ja nicht hin. Dann muss es ja über diesen Ofen gehen. Wenn das Feuer schon so wackelt, dann ist es lose. Und hier ist der Geheimgang. Den wir aber immer noch nicht nutzen können. Aber bald! Bald können wir ihn nutzen. Es dauert nicht mehr lang. Hier ist auch nichts. Dann lass mal weitergehen hier. Voll die dramatische Musik, oder? Was soll denn das? Hey, ein Radio. Oder nee, das ist sogar mehr. Das ist ja voll schon der Ghetto-Blaster. Ja. Krass, was machst du denn damit, Mario, ha? Abchillen, oder was? So, das ist dann wohl sein Schlafzimmer. Was ist das? Tagebuch? Okay. Kann ich nicht mit interagieren? Ich weiß nicht, was das soll. Boah, hat der voll das kuschelige Bett, hey. Chillig. Nur das Bild ist ein bisschen billig. Na gut, vielleicht ist es von seinem Sohn oder Tochter. Kann ja sein. Aber er scheint geschieden zu sein, weil ich sehe hier eigentlich nichts von einer Frau. Außer den Stöckelschuhen, aber ich glaube, die hat er geklaut. Was ist das? Ach, ein Bowser-Sticker. Na und? Ah, es ist ein Aufzug. Deswegen die Rillen. Nix aufschneiden, das ist ein Aufzug. Gut, gut. Wenn man also keinen Bock hat, nochmal bis nach oben zu gehen. Was ist das? Da ist er ja! Mario, hier! Was geht ab? Er ist... Oh Gott, er wurde geköpft! Was im alles in der... Wiggler... Oh mein Gott! Grauen auf den Tat. Hol das FBI! Du hast ziemlich an Gewicht verloren, kann es sein? Ja, genau, am Eingang zu weit. Haben diese langen, schleimigen Tentakelwegler eingefangen. Und dann haben sie mich gefoltert. Warum zum Teufel sind hier gleich drei Kometensticker? Stopp, lasst Wiggler los! Achso, der erzählt es jetzt, was passiert ist. Nicht so fest. Ihr reißt mir gleich ein Stück. Oh, oh, oh. Ich hab dich überall gesucht, du ungezogene kleine Raupe. Ja, ich wollte dich unbedingt treffen. Bist du dann im Haus? Ich bin gegangen und ja, aber du warst nicht da, du Spaß. Nein, stattdessen scheint es, treffst du dich am Eingang zum Wald herum, um mit Mario und seiner kleinen Freundin fiese Pläne gegen mich zu schmieden, ne?
Was? Wieso? Winkler wollte doch nur leckere Blätter essen. Winkler wollte kein Ärger, auch nicht mehr. Oh, ich bitte dich, Mann. Allein durch deine Anwesenheit machst du mir schon genug Schere rein. Jetzt werde ich dir wohl einen kleinen Zaubertrick zeigen müssen. Einen sehr lustigen Zaubertrick. Wie lustig, juhu, schnell, schnell. Ja, nimm. Was soll das? Oh mein Gott, war wie brutal. Ihr seht so glücklich aus. Jetzt, wo ihr alle frei seid. Ach, Es sind halt Kinder. So kek und auf Streiche aus. Wunderschön. Also, Kinderchen, geht spielt draußen. Was ihr wollt. Spielt fangen oder verstecken. Oder hau den Gumba oder was ihr gerade möchtet. Ja, das fühlt sich besser an, nicht wahr? Ohne Schulden. Was beneide ich euch ja, dass ihr euer ganzes Leben einfach mit Spiel und Spaß verbringen könnt. Aber naja, ich muss arbeiten. Nun denn, ich bin dann mal weg, bevor mich das Finanzamt erwischt. Tschüss! Vor dem bin ich auch die ganze Zeit auf der Flucht, das kann ich verstehen. Alter, hast du noch nicht gecheckt, was passiert ist oder was, du Vollidiot? Oh, wirklich Körper, meine Hand, mein Arsch, mein Kopf, wo sind meine Füße? Oh Gott, nein, was ist das? Oh. Ja, das ist eine wirklich tragische Story. Na, na, kleiner Wickler, ganz ruhig. Hör zu, Mario. Dieser Kamek ist ziemlich gerissen, da stimmst du mir doch zu. Ich glaube kaum, dass er so etwas Gemeines ohne ein verstecktes Motiv tun würde. Egal, auf jeden Fall muss der arme Wiggler seine Füßchen zurückbekommen. Los, wir suchen nach seinen Segmenten. Ja, ihr wollt wirklich Wigglers Körper suchen und zurück zu Wiggler bringen? Oh, Wiggler hat insgesamt 4 Segmente. Vermutlich toben sie im Wald herum, spielen und haben irgendwo ganz fürchterlich viel Spaß. Sie alle wieder einzufangen wird sicher nicht leicht, aber Wiggler glaubt ganz fest, dass ihr es schaffen könnt. Oh, aber tut ihnen bitte nicht weh. Wirklich, genau wie ein kleines Kind, oder? So unbekümmert und so sorglos. Also gut, wir sind unterwegs. Und das Level ist abgeschlossen, oder was? Vorerst. Schaut so aus, ja. Na, das ging ja wieder sehr schnell. Aber ich denke, die folgenden Level werden etwas mehr Zeit beanspruchen. Ich frage mich halt jetzt gerade, ob Wigglers Körper auch in vergangenen Leveln ist oder jetzt halt nur in den folgenden. Ja, hier gibt es außerdem noch einen anderen Weg. Weil das Level ist jetzt gelb gekennzeichnet und alle, die gelb sind, die haben noch einen Secret Exit. Aber wir müssen halt erstmal hier weitermachen, ne? Bow-Lichtung. Wäre jetzt ein bisschen scheiße, wenn ich den Part jetzt schon abbrechen müsste. Ich schau mal, ob in den vergangenen Leveln Wiggler-Teile sind. Bis gleich. Okay, ihr habt mich schlau gemacht. Das ist jetzt so. In Welt 3.1 und 3.2 gibt es keinen Wiggler-Körper. Erst in den darauf folgenden Welten, ab 3.4. Diese Welt hier ist riesengroß. Ich glaube, die hat mindestens 11 Level. Und das, was wir bisher gemacht haben, das war der kindische Anfang. Und ab jetzt geht's irgendwie richtig ab. Keine Ahnung, was das jetzt wird. Da ich aber halt pro Part immer nur eine Welt machen kann, sonst ist ja mein ganzes Konzept im Arsch, kann ich nicht weitermachen. Aber ich habe einen Deal für euch. Und zwar kommen heute 2 Parts. Okay, ist das ein Deal? Wenn ich, ja, also wenn ihr euch drüber freut, dann Daumen hoch. Der kommt dann später halt. Das wird ein etwas kürzerer Part. Und was ich jetzt noch machen werde, ist, ich gehe zum Hafen und schau mal, was ich mit dem Steuerrad und dem und der Schere machen kann. Da wurde mir nämlich mal geschrieben, irgendwas mit der Schere machen. Dann tue ich das mal. So, Schere hier. Und wo ist das Steuerrad? Oder ist das so ein Basis-Item? Das ist hier nicht gelistet. Nee. Ist es sogar nicht. Das kann man nicht zu einem Sticker machen. Weil es zur Story gehört. Na gut.
Ich hatte ja mal vermutet, ich brauche einen einen Anker für das Schiff. Und dann haben wir alle gesagt, Alter, du Trottel. Du musst das Seil losschneiden. Und dann mache ich das eben. Aber ohne Steuerrad wird das halt nichts, oder? Das wird mich dann doch bestimmt zu einer neuen Welt bringen. Aber nö, wir fangen jetzt natürlich nicht einfach so mit der neuen Welt an. Aber irgendwas muss ich in dem Part ja auch noch machen. Ist ja schon übelst kurz, ne? Aber das konnte ich ja auch nicht wissen. Versteht ihr sicher? Kurz heilen. Okay, bin schon voll. So. Da dürfte ich irgendwo das Steuerrad anbringen, oder? Jo. Ja, wo ist denn das denn überhaupt? Aha. Das hat irgendeine Spezialseite oder sowas. So. Jetzt ist es drin. Passt. Ach so, es fehlt dir also das Steuerrad. Ich wusste, irgendwas ist komisch. Kein Wunder, dass sich das Schiff nicht gerührt hat. Schönen Dank, du bist mit Sicherheit ein erstklassiger Mechaniker. Nee, ganz und gar nicht. Jetzt kann ich endlich wieder ein ruhmreicher Seefahrtskapitän sein. Alle Mann an Bord, richtet die Anker vor der Kraft voraus. Verstaut die Klapptische. Ja, und wo bringst du mich jetzt hin? Sollen wir verschwinden? Jo. Dann legen wir ab und befahren das weite Meer. Volle Kraft voraus. What the fuck? So merkwürdig, oder? Wir fahren ja gar nicht. Wir haben doch eben erst dieses vermaledeite Schiff repariert. Was ist denn jetzt das Problem? Es muss losgeschnitten werden. Mit der Schere. Nicht wahr? So ein Vollidiot. Also, ich würde mit dem nirgendwo hingehen. Weil ihr seht ja schon, was das für ein Vollidiot ist. Der hat erstens nicht mal gecheckt, dass das Steuerrad fehlt. Und jetzt checkt er nicht mal, dass sein Boot noch angekettet ist. Also, hallo? Mit so einem fahre ich doch nicht übers Meer. So ein Honk wie der bringt mich höchstens um. Wahrscheinlich macht er einen auf Titanic 2. So, du Pfosten. Weh, dir fehlt jetzt irgendwie Benzin oder sowas. Oder Kohle, was weiß ich mit, was deinem Schiff da fahren kann. Sollen wir verschwinden? Ja, Mann. Dann legen wir ab und befahren das weite Meer voll Kraft voraus. Ja, hat geklappt. Also, wir glubschen nur kurz, wo uns das hinbringen wird. Und dann verschwinden wir auch schon wieder. Was war das denn? Okay. Was zur Hölle ist passiert? Ein Riesen-Jeep-Jeep hat uns attackiert. Hallo, hallo, was ist jetzt los? Will der fighten? Dann haben wir ja doch noch was Spannendes in dem Part. Holy shit. Wobei, das will wieder eine andere Welt vorausgreifen. Ich lasse das jetzt mal bleiben und hau einfach ab. Ich habe nichts gemacht. Ich habe damit nichts zu tun. Tschüss. Wie krass. Mario baut Scheiße und flüchtet. Ist das nicht ein Asozialer? Aber noch ein lustiges Ende in den Part gefunden und wie gesagt, später geht's weiter in Welt 3-4. Und dann suchen wir die Körperteile von Wegler. Meine Fresse, ist das krass. Und krank!